Ich bin für gegenseitige Annahme, egal welche Kultur, Hautfarbe oder Herkunft. Rassismus jeglicher Form ist absolut nicht im Sinne von Gott und sollte auch nicht im Sinne von uns Menschen sein. Und mein Gebet ist es, dass jede einzelne Person lernt, ihre Stimme gegen Rassismus zu finden und dann zu erheben. Ich bin gegen Rassismus und möchte nicht, dass meine Kinder durchmachen müssen, was ich durchmachen musste. Enough is enough. In 1. Samuel 16, Vers 7 steht: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich wünsche mir, dass auch wir nur das Herz ansehen. Wir wurden so geschaffen, jeden einzelnen von uns in sein Ebenbild. Und er hat das mit Liebe getan. Er hat jeden einzelnen im Leib seiner Mutter so geformt, wie er es haben wollte. Und deswegen sollten wir uns untereinander auch genauso lieben, so wie er uns geliebt hat. Gott hat uns Menschen seine Schöpfung anvertraut, damit wir sie alle gemeinsam bevölkern und bebauen. Und ich wünsche mir, dass wir von unseren Ängsten und Vorurteilen gegenüber anderen Menschen frei werden, sodass wir unsere Mitmenschen durch Gottes Augen sehen können. Unabhängig von der Hautfarbe, als seine geliebten Kinder und ein jeder geschaffen nach seinem göttlichen Ebenbild. Mich macht Rassismus traurig, weil ich glaube, dass jeder Mensch als einzigartiges Kunstwerk von Gott geschaffen ist. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch ganz persönlich Gottes Liebe für sich selbst erfährt, weil wir nur so verstehen können, wie wertvoll wir sind und damit auch, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir in Einheit miteinander leben und einander wertschätzen dafür, wer wir sind. Wir sind gegen Rassismus, denn in Galater 3, 28 steht: In Christus sind wir alle gleich. Und wir wünschen uns von Herzen für die Zukunft, dass jeder seinen Nächsten so sehr liebt wie sich selbst, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe. Ja, Jesus, in deinem Wort steht, dass wir nicht da, was uns an Weisheit mangelt, um Weisheit bitten dürfen und dass du uns dann auch Weisheit gibst. Und Jesus, ich bete heute um Weisheit für alle Entscheidungsträger in unserem Land. Jesus, ich bete insbesondere für unsere Regierung, ich bete aber auch für Leiter unserer Kirchen, für Pastoren, für Pfarrer, für Priester, Jesus. Möchte ich bitten, dass du ihnen Weisheit schenkst, Entscheidungen zu treffen, die keine Gräben vertiefen, sondern Brücken bauen zu Menschen. Jesus, möchte ich bitten, dass du ihnen hilfst, Entscheidungen zu treffen, die Positives bewirken, Jesus. Entscheidungen, die einfach dazu beitragen, Menschen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. In deinem Namen. Amen. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du jeden Menschen nach deinem Ebenbild geschaffen hast, dass in deinen Augen jeder Mensch gleich ist, dass du in deinen Augen jeden Mensch gleich wundervoll geschaffen hast. Und ich bete, Jesus, dass das ein Blick ist, den wir und den die ganzen Menschen auf der Welt aufeinander haben, dass der Blick einfach nur Annahme ist, Jesus. Ich bete dafür, dass Benachteiligung auf der Erde zu Ende geht, Jesus. Ich bete, dass du mit deiner Gerechtigkeit kommst und Rassismus ein Ende machst. Ich bete, Jesus, dass wir wirklich erleben dürfen, wie du Heilung schenkst. Ich bete für Menschen, die Rassismus erleben mussten, dass sie frei werden von ihren Verletzungen und dass du Heilung schenkst. Und ich möchte dich echt bitten, setze Rassismus ein Ende. Ich danke dir, dass du die ganze Welt kennst, dass du die Situation gerade kennst, aber auch schon die Situation, die seit langem ist. Und ich bete, Jesus, dass du sie beendest und dass wir lernen, Menschen zu sehen mit deinen Augen. Danke dir. In Jesu Namen. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Stadt, die du so sehr liebst, Herr. Und ich danke dafür, dass du dein Reich hier baust, dass deine Kirche, Jesus, immer mehr sich entfalten darf. Und ich bete, Jesus, dass dein Reich in jeden Lebensbereich kommt. Ich bete, dass du hineinkommst, Jesus, und die Räume erfüllst, in denen wir uns befinden, Herr. Und ich danke dafür, Jesus, dass wir heute hier sein dürfen und von dir lernen dürfen. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen dafür öffnest, was du sagen möchtest, Herr. Dass unsere Herzen dafür offen sind und dass der Samen auf einen guten Boden fällt. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Ohren dafür öffnest, dass wir deine Stimme hören. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest, Jesus, dass wir das sehen, was du uns zeigen möchtest, Herr. Und wir sind heute hier, Jesus, um zu empfangen. Und ich bete, Jesus,
dass du uns hilfst, das, was wir lernen, das, was wir hören, dass wir es umsetzen dürfen, Jesus, und eine Veränderung sehen dürfen, nicht nur in unserem Leben, sondern weit darüber hinaus. In deinem Namen bete ich. Amen. Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenke uns Rettung. Ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Friede verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Hallo und herzlich willkommen, Köln City Church, zu einem weiteren Online-Gottesdienst. So genial, dass du heute mit dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir sind voller Erwartung, dass Gott heute uns begegnen möchte, dass er dir begegnen möchte. Und zum zweiten Mal in dieser Corona-Zeit stehe ich nicht, sondern ich sitze. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Familienzeiten, wenn man sich hingesetzt hat im Wohnzimmer oder in der Küche oder an anderen Orten, dann wurden oft Themen besprochen, die wichtig waren, die man als Familie gemeinsam getackelt hat. Und genau das ist heute mein Anliegen. Wir haben heute ein unglaublich wichtiges Thema, was wir beleuchten wollen. Wir wollen gerne Aufmerksamkeit und Verständnis für das Thema Rassismus wecken. Und wir glauben einfach, dass dieser Gottesdienst ein kleines Stück dazu beitragen kann, Klarheit zu bringen in so ein unfassbar komplexes Thema. Und es ist genial, dass du heute mit dabei bist. Wir haben diese Predigt It's Time to Listen genannt. Und wir wollen uns Zeit nehmen, zuzuhören. Und ich habe ein unglaubliches Zitat diese Woche gelesen und fand das einfach total genial und passend so als Frame, als Rahmen so für unseren Austausch heute. Und zwar: Du kannst wichtige Dinge nicht aus der Distanz verstehen, du musst nahe kommen. Und genau das wollen wir tun mit dem Thema Rassismus. Wir wollen nahe kommen, wir wollen verstehen, wir wollen zuhören und wir wollen unsere Stimme nutzen, die Gott uns gegeben hat, um einfach ganz klar Stellung zu beziehen. Und ich habe ein paar Freunde eingeladen, mit mir hier heute zu sitzen. Hammer, dass ihr da seid. Und wir wollen einfach gemeinsam ins Gespräch kommen. Und es ist einfach so genial, mit euch unterwegs zu sein. Nicht nur heute, sondern auch über die letzten Jahre. David, unser Jugendpastor, Hammer-Typ und genial, einfach mit ihm gemeinsam die Jugend der KCC an den Start zu bringen. Freuen uns mega drauf. Lieb dein Herz und einfach so deine Begeisterung, auch was zu bewegen. Richtig, richtig stark. Melissa, wir kennen uns schon seit über 2 Jahren, glaube ich, und du hältst uns zusammen an einem Nicht-Corona-Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern können im Kino. Du bist das Organisationstalent im Hintergrund, was alle Teams zusammenhält, und wir sind so dankbar einfach für dich und zusammen unterwegs zu sein. Wir lieben es, mit dir einfach Kirche zu bauen hier in Köln. Und Yongkyo, unser Street-Team, Repräsentant, sie ist mit dem Team immer unterwegs auf den Straßen von Köln, hat ein Riesenherz für Menschen, treibt diese ganze Arbeit total voran in den letzten Jahren, hat schon unfassbar viele Begegnungen mit Leuten dadurch hergestellt, und sie ist Lehrerin in Düsseldorf und bringt auch unser Jugendteam richtig voran. Das ist so cool. Vielen Dank für alles, was wir schon in den letzten Jahren zusammen erleben durften. Und last but not least, Jafet, ein Mann der vielen Talente. Letzte Woche richtig einen rausgehauen in der Message. Zu dir kann man so viel sagen, aber ich bin total begeistert einfach, dass wir Freunde sind, dass wir zusammen unterwegs sein können, dass du ganz viele Jobs schon gemacht hast, du bist in ganz viele Teams schon reingesprungen in unserer Church, und im Moment bist du in Delbrück am Start mit, hilfst den Campus mit nach vorne zu bringen, ist so cool. Wir sind so dankbar dafür, einfach für alles, was du da investierst und für euch, dass ihr hier seid und euch die Zeit nehmt. Genau, wir hatten gestern schon ein Gespräch, glaube ich 4 oder 5 Stunden über das Thema, und es ist einfach
Wahnsinn, was in den letzten Wochen passiert ist. Und wir wollen wirklich eine Welle anstoßen und unsere Stimme nutzen, die wir haben, und zu sagen, hey, es gibt Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir stellen uns gegen Rassismus und wir glauben einfach, dass Gott das ganz anders sieht. Und darauf wollen wir heute eingehen. Darüber wollen wir uns austauschen. Wir wollen ins Gespräch kommen, von Erfahrungen erzählen. Und es gibt ein Zitat, das es für mich total gut zusammenfasst. Und das ist von Will Smith, der gesagt hat, Rassismus war schon immer da, nur jetzt wird es auch gefilmt. Und die meisten von uns, ich hoffe alle, haben das Video gesehen von George Floyd, der vor 2 Wochen an einem Dienstag auf einem Bürgersteig unfassbar brutal ermordet wurde. Und es hat so viele unterschiedliche Emotionen ausgelöst, aber ich würde gerne einfach damit starten und einfach in die Runde fragen, vielleicht 1 oder 2 Impulse. Was wäre so ein Wort oder ein Gefühl, was ihr einfach mitgenommen habt, als ihr dieses Video gesehen habt? Und vielleicht, Melissa, kannst du damit starten? Ja, also ich habe vieles gefühlt, aber vor allem war ich geschockt, weil erstens war der Polizist einfach so dreist, dass er vor der Kamera das Ganze einfach durchgezogen hat. Und zweitens habe ich mich einfach alleingelassen gefühlt, weil wen soll ich anrufen, wenn die Polizei diejenigen sind, die das vollbringen? Mhm. Ja. David? Ja, ich denke, ein anderer Gedanke. Genau, ähnlich wie Melissa, bei mir war das so, dass ich, als ich das Video gesehen habe, es nicht fassen konnte, dass es wirklich wahr ist. Mhm. Ich kann einfach nicht fassen, dass da tatsächlich wirklich jemand, einfach wenn ich auf dem Insta-Feed durchgehe, wirklich ermordet wird. Und das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich habe so eine gewisse Ohnmacht verspürt. In dem Moment wusste ich, ich kann nichts machen, selbst wenn ich vor Ort da wäre. Was will ich denn machen? Was kann ich machen? Gar nichts. Und das Gefühl, das hatte ich. Ja, also ich muss euch sagen, das war echt eine Mischung von ganz vielen Gefühlen. Eigentlich auch, was ihr beschrieben habt, auch eine Wut, die irgendwo aufgestiegen ist in einem, aber auch ein Gefühl, was ich so hatte, was wirklich über allem stand, war so eine Art der Hilflosigkeit. Mhm. Und es ist so krass zu sehen, was in den letzten Wochen passiert ist, ne? Was aufgebrochen ist seitdem, ob es jetzt die Demos auch waren hier in Köln, ne? Die alle Vorstellungen gesprengt haben. Ich glaube, es waren 500 angemeldet, es kamen über 10.000, ne? Also unfassbar, was das plötzlich losgelöst hat. So viele haben auch gepostet und darüber geredet und ich fand das richtig Hammer. Und ich muss sagen, ich war stolz auf viele Leute in unserer Church, die einfach ihre Stimme genutzt haben, um einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen, um selber auch zu reden. Und ich glaube, ein Grund, warum wir da heute immer noch drüber reden in 2020, ist, weil in vielen Menschen ganz tief etwas ist, was die Bibel Sünde nennt. Und ich habe vor ein paar Tagen gelesen dieses Zitat, it's not a skin issue, it's a sin issue. Und ich glaube, das stimmt, dass im tiefsten Inneren etwas ist, was uns mitgegeben wurde, schon von vielen Hunderten von Jahren, was in uns drinne ist und was auch nur Jesus da wieder rausnehmen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Kontext von der Kirche darüber reden, weil wir ganz fest daran glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, dass er uns neues Leben schenkt und auch Haltungen, Mindset und Herzen verändern kann. Ich habe es selber erlebt in meinem Leben, dass Jesus mein Leben verändert hat. Und das ist der Grund, warum wir uns Zeit nehmen, warum es so wichtig ist, gerade in der Kirche darüber zu reden. Ich würde gerne jetzt den Bogen schlagen von dem, was in Amerika passiert ist, zu Deutschland. Ihr seid alle in Deutschland aufgewachsen, wir sind alle in Deutschland aufgewachsen und haben unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Und ich würde gerne einfach damit starten, dass ich gerade in den letzten Tagen total viel auch meine beiden Söhne irgendwie nochmal in so einem anderen Licht auch beobachtet habe, weil ich mir vorstelle, hey, wenn die groß werden in einem Land, wo sie einen Nachteil haben aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe, dann tut mir das als Vater einfach total weh, dieser Gedanke. Und auch George Floyd war ein Vater und ein Bruder und ein Sohn. Und Jafet, ich weiß, dass ihr gerade in dem Prozess seid, Eltern zu werden. Hammer, das mitzuverfolgen. Einfach so diese ersten Monate der Schwangerschaft, wie ihr euch vorbereitet. Wir waren vorgestern bei euch, wir haben gesehen, ihr habt euch jetzt einen wunderschönen Maxi-Cosi geholt und bereitet euch einfach darauf vor, Eltern zu sein. So im Licht mit dem, was passiert ist in den letzten Wochen, würde mich einfach interessieren, so was deine Gedanken da sind, wenn du jetzt so an die Geburt eures ersten Kindes denkst. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir freuen uns riesig. Und die Freude überwiegt natürlich, ne? Aber gleichzeitig müssen wir als Eltern auch erkennen, unser Kind wird mit Rassismus konfrontiert werden. Das ist Fakt, ne? Und das ist real.
Und ich weiß nicht, jeder definiert Rassismus auch ein wenig anders, aber um das einfach nochmal kurz zu definieren, für mich ist Rassismus einfach eine Abwertung von Kulturen, Ethnien oder aufgrund deiner Herkunft klassifiziert zu werden. Und das ist Rassismus. Ich glaube, wir haben alle in unserem Leben Rassismus erfahren. Und es gibt einfach verschiedene Stufen von Rassismus oder verschiedene Arten. Aber man muss realistisch sein und sagen, mein Kind wird mit Rassismus konfrontiert werden, das ist klar. Die Frage ist nur, wie gebe ich ihm das weiter? Wie erziehe ich ihn so, dass er den Schmerz nicht so tief spüren wird? Und das ist die Herausforderung, ich glaube, die jeder von uns hat. Genau. Okay. Ja. Und wenn wir jetzt so auf den Alltag in Deutschland schauen, vielleicht einfach nochmal anknüpfen an das, wie hast du das erlebt in deinen Jahren, wo du hier groß geworden bist? Ja, also gerade auch mit dem Gesichtspunkt mit dem Kind. Ne? Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann hat es schon früh angefangen mit Rassismus. Ne? Ich kann mich an eine Situation in der Grundschule zum Beispiel erinnern. Da saß ich in der Klasse und wir hatten eine, so eine UNICEF-Woche. Da haben wir einfach Spenden gesammelt, jedes Kind sein Taschengeld und so weiter. Und wir hatten ein großes Bild von einem Kind aus Afrika, ne, das fast schon verhungert war. Das hatten wir quasi vorne stehen. Und die Lehrerin hat tatsächlich vor der ganzen Klasse einmal gesagt, hey, findet ihr auch, dass das Kind so aussieht wie der Jafet? Ne? Das war so das erste Mal, dass ich mit Rassismus konfrontiert werde und ich diesen Schmerz zum ersten Mal gefühlt habe in der Grundschule. Und das macht etwas mit einem. Ne? Das kann man nicht wegreden. Die Frage ist nur, was machst du damit? Ne? Als Kind konnte ich da nicht viel machen. Ich meine, es war eine Lehrerin. Und ja. Ja. Jongkyo, du bist Lehrerin selber auch in Düsseldorf, habe ich gerade eben kurz erwähnt. Aber auch bei dir würde mich das interessieren, wie du das wahrgenommen hast, in deiner Kindheit, aber auch jetzt auch im Erwachsenenalter. Ich finde, ganz oft ist es so, wenn Leute irgendwie nicht an Rassismus glauben oder wenn sie irgendwie diese Ungerechtigkeit nicht so sehen, dann sehen sie irgendwie immer jeden Fall einzeln und versuchen dann auch immer irgendwie Ausreden zu finden und irgendwelche Argumente, warum das jetzt so war, aber eigentlich ist es gar nicht so. Aber wenn du selber Opfer davon wirst, dann ist es, glaube ich, für dich auch so, dass man alle Punkte verbindet und einfach sieht, dass es ne, was viel Größeres ist. Und mich würde einfach interessieren, so wie du das erlebt hast, so in den letzten Jahren auch oder in deinem Leben bis jetzt. Ja, also ich glaube, dass Rassismus einfach ganz unterschiedliche Facetten hat und dass es da auch einfach so viele unterschiedliche Dimensionen gibt. Und dass zum Beispiel das, was ich erlebt habe als Deutsche mit koreanischen Wurzeln, ist nochmal ganz anders als das, was zum Beispiel Jafet erlebt hat. Und ich habe mich durch Rassismus beispielsweise nie bedroht gefühlt oder ich hatte nie Angst. Aber bei mir ist es, glaube ich, eher immer so ein bisschen viel, viel subtiler, womit ich konfrontiert bin. Und es ist immer eher so in so eine Richtung, erstmal Asiaten, also ne, ich bin erstmal Asiaten, das ist dann immer direkt China und ihr seid ihr Chinesen. Und es ist immer auch nicht so böse gemeint und deshalb hatte ich immer das Gefühl, schon von Kindheit auf, dass von mir so ein bisschen erwartet wird, dass ich das so ein bisschen weglächle. Ne? Also wenn ich irgendwo lang gehe und alle Leute irgendwie zu mir immer Ni Hao sagen, ne? Ja, du bist doch kein Chinesen, aber ist doch nett gemeint, so, bist doch aus Asien. Ne? Oder ich hatte auch einmal so eine konkrete Situation, da war ich mit einer Klasse im Bundestag und wir haben da eine Führung bekommen und der Mann, also es gab zwei Gruppen. Als Lehrerin oder als Schüler? Ich war Lehrerin. Du warst Lehrerin, okay. Und der Mann hat eine Führung gemacht und war auch, also uns war auch alles super. Und am Ende wollte er uns dann noch ermutigen, hochzugehen in die Glaskuppel und meinte, ja, schaut euch das unbedingt an oder schauen Sie sich das unbedingt an. Und da gibt es auch eine Audioguide zu und der wurde in ganz viele Sprachen übersetzt. Und dann zeigte er auf mich und hat gesagt, du kannst dir das dann auch auf Chinesisch anhören. Und ich bin total überzeugt davon, dass er das überhaupt nicht böse meinte. Aber es macht etwas mit mir und es macht etwas mit mir, dass ich immer wieder so ein Feedback bekomme und gespiegelt bekomme, du bist anders oder du bist nicht einfach deutsch.
So, ich glaube, das ist eher so die Form, mit der ich mich am meisten konfrontiert sehe. Mhm. Ja. Wie ist es bei dir, Melissa? Kannst du dich an Situationen erinnern in deinem Leben, wo du das ganz persönlich auch erlebt hast? Bei mir waren es öfter unterschwellige Kommentare oder unterschwellige Aussagen. Viel war das aber so, dass ich immer darauf achten musste, wie ich mich gebe, wie ich mich verhalte, wie ich rede, weil ich sonst immer als anders tituliert wurde. Wurde ich so schon, aber gerade dann, wenn ich mich nicht ordentlich verhalte, dann bin ich wieder die, die laut ist oder die, die aggressiv ist oder die, die exotisch ist. Und so wie das bei Jafet und Jonkü auch vorher war, wie die es auch gesagt haben, macht das einen mit ein, macht das was mit einen. Und dann noch zu hören, dass es meinen Geschwistern, meinen Brüdern genauso geht, dann kommt der ganze Schmerz auch nochmal hoch. Oder wenn ich sehe und spüre, wie die Rassismus erleben. Und wenn man zum Beispiel meint, dass was ich erlebt habe harmlos ist, dann, also man sollte das, was ich erlebt habe, vielleicht nicht unbedingt als Beispiel nehmen, weil das quasi harmlos ist, sondern viele erleben Rassismus noch viel tiefer. Ungerechtfertigte Polizeikontrollen oder Lehrern, die immer Schwarze als Problemkind darstellen. Mhm. Und das, egal ob das mir selber passiert oder meinen Brüdern passiert, das prägt mich selber mega. Und es ist auch so, dass das mein Selbstbewusstsein genommen hat oder dass man sich einfach komplett anders gesehen hat. Mhm. Genau. Und David, wer dich kennt, weiß, du bist ein mega zuvorkommender, freundlicher Mann und einfach unglaublich cool zu sehen, wie du auf Leute zugehst, wie du dich mit Menschen connectest. Und mich würde einfach auch noch interessieren, wie du das, was sind deine Erfahrungen bis jetzt gewesen in diesem Thema? Vielleicht einfach eine Story oder einfach ein Erlebnis so aus deinem Leben. Ja, ich denke, Rassismus ist eine Sache, die ich natürlich schon früh erfahren habe in meinem Leben. Früh gemerkt habe, dass es etwas ist, was mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens begleiten wird in irgendeiner Weise. Und bei mir war es nochmal vielleicht ein bisschen spezieller, weil ich in einem Dorf aufgewachsen bin, was 800 Einwohner hatte. Meine Mutter ist da schon seit den 70ern dort gewesen und was sie mir erzählt hat, was sie erlebt hat und was ich dann auch selber in der Grundschule und all das erfahren habe, da habe ich immer wieder gemerkt, dass ich schnell auf meine Hautfarbe reduziert wurde. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, war das ziemlich oft so, dass ich sozusagen auch sinnbildlich für typisch der Schwarze, typisch die Schwarzen stand. Und ich habe halt gemerkt, dass das auf jeden Fall was mit mir gemacht hat. Mhm. Ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein, wie ich von meiner Persönlichkeit heute wäre, wenn ich wahrscheinlich nie Rassismus erfahren hätte. Mhm. Vielleicht wäre ich ein anderer Typ. Mhm. Ja, ich kann mich daran erinnern, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen versucht, eine Wohnung hier zu finden in Köln. Ja. Und ich meine, diese eine Story, vielleicht kannst du es ganz kurz erzählen, aber ich fand das einfach unglaublich. Mhm. Und dachte, das ist doch unmöglich, dass man sowas noch erleben muss. Ja, die Wohnungssuche war auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich habe das dir erzählt gehabt, was passiert ist. Zwar war das, dass vor ein paar Wochen jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, du bist auf der Suche nach einer Wohnung. Und ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, wir haben uns total gefreut, dass es einfach so von alleine gekommen ist. Vor allem, weil wir erfahren haben, dass es in Köln sehr schwer ist, eine Wohnung zu kriegen. Ne? Wir haben uns gefreut, die Wohnung hat gepasst, alles war super. Und ich kann mich erinnern, die Person hat sogar erfahren, dass ich von der Kirche bin und hat gemeint gehabt, hey, wenn es eine Person ist von der Kirche, dann nehmen wir den safe. Und wir haben uns schon gefreut, wir waren schon ready, wir dachten so, wie planen wir die Wohnung, wie planen wir alles, ne? Und dann war das so, dass ich einfach gemerkt habe, wie diese Person irgendwie, nachdem wir SMS-Kontakt hatten, ne, einen Kontakt einfach immer mehr gemieden hat. Und irgendwann mal habe ich halt eine Absage bekommen, weil der Vermieter jemand anders hat, aber ich wusste, dass er der Eigentümer dieser Wohnung ist. Und ich habe halt einfach genau das schon mehrmals gespürt in meinem Leben, dass ich einfach extremst benachteiligt werde oder reduziert werde auf meine Hautfarbe. Hm. Ja. Ja, vielen Dank so, dass ihr das teilt auch. Und ich finde, wir haben einfach eine riesen Chance jetzt auch, einfach unsere Stimme zu nutzen, um Veränderungen auszulösen. Und mein Wunsch und mein Gebet wäre wirklich so, dass wir es schaffen, als Kirche, als Land, als Welt, einfach ein Ende zu diesem Thema zu machen. Und wir wollen einfach auch diese Chance nutzen, die wir heute haben, um einfach Standpunkt zu beziehen, um zu sagen so, hey, genug ist genug. Und es ist nur ein kleines Stück heute, wir wissen das, ne? Es ist ein Interview und es wird noch viele weitere Interviews geben und noch viele weitere Themen geben. Aber wir wollen zuhören, wir wollen verstehen und wir wollen nach Lösungen suchen. Und das wäre auch jetzt so ein bisschen mein Wunsch von euch zu erfahren, okay,
wo können wir anfangen, etwas zu verändern? Wo sind konkrete Schritte, wo wir jetzt diesen Moment zu mehr werden lassen können und einfach jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, heute beim Zuschauen, in deinem Wohnzimmer oder wo immer du bist, wo können wir jetzt gerade da konkrete Schritte gehen? Vielleicht, Jungkyo, kannst du anfangen, einfach so deine Gedanken dazu zu teilen? Ja, gerne. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, einander zuzuhören. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und mir wurde ganz häufig in so Situationen, die mir dann irgendwie negativ aufgefallen sind oder wo ich gesagt habe, hey, das fand ich gerade irgendwie blöd oder nicht fair, wurde mir auch so von meinem Umfeld häufig so ein bisschen vermittelt, hey, übertreib nicht, ist doch alles cool. Ja? Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich so etwas sagen darf, dass ich das irgendwie, dass ich mich gerade aufgrund meiner Herkunft vielleicht auch bloßgestellt fühle oder auch mir vermittelt wird, du bist anders, ohne dass sich mein Gegenüber angegriffen fühlt. So, lasst uns einfach offen darüber sprechen. Ich gebe niemandem irgendwie jetzt einen Stempel, du bist jetzt rassistisch oder das ist überhaupt nicht meine Intention. Und ich weiß auch, wie eben in meinem Beispiel, dass mein Gegenüber häufig auch überhaupt nicht die Intention hat, das bei mir auszulösen. Aber wenn wir nicht darüber sprechen und einander zuhören, dann wird es sich niemals ändern. Mhm. Und deshalb wäre mein Wunsch einfach, lasst uns offen darüber sprechen, ohne irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Ne? Ja. Ich glaube, häufig, wenn man so über Rassismus spricht, dann denkt man, man braucht jetzt irgendwie einen Sündenbock, aber das ist überhaupt nicht so. Wir können einfach drüber sprechen und sagen, so fühle ich mich und wie meintest du das, ohne dass es bewertet ist. Ja, so. Ja, finde ich total die starken Gedanken. Yes. Ja, Fett, was willst du sagen? Was können wir tun? Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Ich glaube, es geht vielmehr darum, so ein Einheitsgefühl auch zu vermitteln. Ne? Das ist für beide Lager wichtig, dass ich das Gefühl bekomme, ja, du wurdest gerade rassistisch beleidigt oder ich habe das gesehen und ich habe das registriert und so geht das nicht. Ne? Wenn wir das schaffen, gemeinschaftlich, dann ist das schon ein Riesenschritt. Ne? Du hast es gerade angesprochen, ist oft so, das habe ich jetzt irgendwie nicht so mitbekommen oder nimm das dir doch nicht so persönlich. Ne? Ich kann es mal so als Beispiel zum Beispiel Kinderwagen. Ne? Wenn du auf einmal Vater wirst und dir einen Kinderwagen aussuchen möchtest, dann siehst du auf einmal lauter Kinderwagen. Ne? Mhm. Oder deine Frau ist schwanger, auf einmal siehst du nur noch schwangere Frauen draußen. Ne? So ist das auch ein bisschen mit dem Rassismus. Wir sind damit groß geworden. Wenn wir einen Raum betreten, dann haben wir irgendwie so einen Scanner. Wir nehmen den Raum ganz anders wahr. Ne? Wir sehen schon Menschen, die dich komisch anschauen und genau die Person fragt sich dann später, hör mal, woher kommst du eigentlich? Woher kommen deine Eltern? Was machen deine Eltern? Ne? Und einfach um diese Sensibilität zu bekommen, ne? Ja. Dass man das versteht. Ja, ja. Voll gut. Ja. Und Melissa, wenn du bei der Demo da am Deutzer Freiheit das Mic bekommen hättest für 2 Minuten, was wäre so deine Message gewesen dann? Oder was kannst du sagen, so was wir tun können? Also ich habe auch viel drüber nachgedacht und genauso wie bei der Predigtserie davor, reicht es nicht, wenn wir einfach sagen, lass uns darüber beten. Ja. So ja, beten sollte auch hier wieder unsere erste Reaktion sein, aber wir müssen viel mehr machen als nur das. Wir sollten nicht den Beifahrersitz annehmen und ich weiß, dass wir viele Lehrer haben, viele Erzieher, viele Polizisten, Anwälte, politisch Engagierte. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch da wieder einen Unterschied machen, dass diese Personen darauf achten, dass zum Beispiel in den Kindergarten schon Spiele, Bücher oder Spielzeuge den Kindern zur Verfügung stellt, damit die da auch schon verschiedene Ethnien mitbekommen oder Nationalitäten, dass die da schon mitbekommen, dass es normal ist, dass wir in einer Welt leben, in der es nicht nur Weiße gibt und dass Schwarze genauso schön sind wie sie selber auch. Weil da fängt das, denke ich, an. Es prägt einen von Kind auf. Und zum Beispiel in der Schule kann man dann beispielsweise das Thema Rassismus besprechen, Sklaverei oder Kolonien. Also es gibt viele Sachen, die man machen kann. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, jetzt nachzudenken und zu reflektieren, wo können wir gerade einen Unterschied machen. Ja, finde ich super. Richtig starker Gedanke, auch gerade so diese
Kulturen auch zu ehren, die unser Land auch so vielseitig machen. Ne? Und das finde ich so wichtig auch, ne? Da, was ihr alle gesagt habt, ne? Dieses Zuhören, bereit machen, einfach diese Vielseitigkeit auch zu feiern, einfach die wir haben. Ich liebe, dass wir eine Kirche sind, die aus so vielen verschiedenen Nationen besteht. Ne? Und ich glaube, das spiegelt auch einfach so Gottes Herz wieder, dass er so diese Vielseit einfach geschaffen hat, so um ihn auch wieder zu spiegeln. So, ne? Und es ist einfach so, so Hammer, dass wir das in der Kirche in einem kleinen Element leben können. Aber es muss sich ausstreuen auf die ganze Welt und es muss vor allen Dingen auch, wie du gesagt hast, nicht nur in einem Gebet bleiben, sondern es muss in Handlungen, in Gesetzen, in Dingen wiedergespiegelt werden, wo wir einfach merken, so hey, hier ist Mensch, Mensch. Yes, und ich liebe das einfach, dass wir eine Kirche sein dürfen, die total vielseitig ist, wo ja, man einfach die Vielfalt auch feiert und ich liebe das total und einfach diesen Fakt, dass das Deutschsein so aussieht und dass wir zusammen in diesem Land was bewegen, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir das Leben teilen, dass wir älter werden zusammen, dass Familien gegründet werden, dass wir das feiern einfach, zusammen unterwegs sein zu dürfen und miteinander diesen Weg zu gehen. Ne? Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir auch gerade in der Kirche darüber reden und das auch raushauen wollen, einfach an jeden, der einfach heute zuhört. Und David, so als angehender Pastor, du startest jetzt das Vikariat bei uns. Ich fände es einfach auch Hammer, so was kann die Kirche tun? Also wenn du eine Message hättest oder wenn du einfach die Leute ermutigen würdest, die heute zuhören aus unserer Church, aus der Köln City Church oder Leute, die zuhören aus anderen Gemeinden vielleicht oder die selber sagen würden von sich, hey, wir sind Christen, wir wollen Jesus nachfolgen, ne? Er soll unser Leben lenken. Was kannst du uns da mitgeben noch oder denen mitgeben, was man jetzt gerade noch tun kann? Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich, ich glaube, dass man vieles machen kann, weil jetzt vor allem in dieser Zeit so viele gerade einfach wie paralysiert sind, weil sie einfach total überfordert sind mit der Situation. Und ich glaube, es braucht einfach genau diese Art von Gespräche, dass man einfach den Leuten ganz simpel sagen kann, was sie tun können. Und ich glaube, das Erste ist schon genannt worden, einfach zuzuhören. Und vor allem da ist es extrem wichtig, glaube ich, nicht irgendwie nur argumentativ oder rational an diese Sache ranzugehen in diesen Gesprächen, sondern total wichtig, empathisch zu sein und zuzuhören, was diese Person danach empfindet. Weil ich denke, allein über dieses Thema jetzt gerade zu sprechen, fällt mir persönlich zum Beispiel extrem schwer, weil ich wahrscheinlich noch nie diese Chance hatte, über dieses Thema zu sprechen. Und gerade heute merke ich natürlich, wie niemals zuvor, dass dieses Thema sehr am Brodeln ist. Und ich glaube, für die Church einfach, da ist es voll wichtig, dass man einfach mal auf die Leute zugeht und einfach mal fragt, hey, wie geht's dir bei dieser Sache? Und keine Angst hat und irgendwie still ist. Weil ich glaube, still sein ist das Schlechteste, was wir machen können in dieser Zeit oder das Schlimmste, was wir machen können. Ja. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, als ich auf dieser Demo war und gesehen habe, wie 10.000 Menschen da stehen und für Leute wie für mich oder für Leute wie für uns hier aufstehen und tatsächlich da schreien und jubeln und denken, hey, da muss was getan werden. Und ich glaube, vor allem in der Kirche müssen wir da Forerunner sein. Wir müssen da die Ersten sein, glaube ich, die wirklich bei Ungerechtigkeit anfangen zu sprechen. Total. Ja, und wir sehen auch eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Gleichnis ist das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Und wir sehen, dass er an dem Problem nicht vorbeigeht, sondern stehen bleibt und aktiv wird und etwas tut. Und ich glaube, das wünsche ich mir so sehr, wirklich, dass im Reich Gottes Leute aufstehen und nicht einfach vorbeigehen und sich denken, hey, das berührt mich nicht, das hat mich nicht, interessiert mich nicht, sondern Leute, die wirklich aufstehen und sagen, hey, das berührt mich zwar nicht, das sind Leute, die von einer anderen Herkunft sind, aber ich bleibe hier stehen. Ja. Ja, und ich wünsche mir einfach, ich glaube, ich stelle mir das so vor, weil ich bin einer, der ständig, wenn ich in einen Raum reingehe, die Minderheit wiedergibt. Ich bin immer wahrscheinlich unter mehr Weißen als unter Schwarzen. Und ich glaube, ich habe das ziemlich gut handeln können, aber es gibt so viele Menschen, die es nicht so gut handeln wie ich. Leute, die es vielleicht sogar schwerer haben. Leute, die nicht diese Schulausbildung genossen haben wie ich oder die Sprache nicht so gut beherrschen wie ich. Und ich glaube, auf diese Leute sollte man extra Schritte zumachen. Ich glaube, da sollten wir extra Liebe haben. Ja, voll. Und als Pastor, als euer Pastor oder als euer Pastor möchte ich einfach sagen, dass wir aufstehen werden, so, ne? Oder wir stehen auf. Und ich finde das so genial, auch in der Bibel zu lesen, wie Jesus aufgestanden ist für Menschen, für die andere Menschen nicht aufgestanden sind. Und er hat uns das quasi vorgemacht, was es bedeutet, aufzustehen für Menschen. Und ich würde gerne einfach so für ein paar Minuten eintauchen in die Bibel, um euch einfach ein Bild zu geben von dem, was Gott sich gedacht hat,
wie wir leben sollen miteinander auf diesem Planeten im Jahr 2020, weil sein Wort ist heute noch genauso aktiv wie vor tausenden von Jahren und wir nehmen das Wort und das ist unser Fundament. Und ich möchte mit euch einen Vers vorlesen in Micha 6, Vers 8, da steht: Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von uns nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Und ich finde das so einen starken Vers, weil hier steht, was Gott für gut erklärt und was er sich für uns wünscht. Dass wir gerecht handeln, dass wir in Liebe und Barmherzigkeit miteinander umgehen und dass wir in Demut vor unserem Gott wandeln. Und ich glaube, wenn wir Menschen haben, die uns anschauen als Church, dann sollen sie Jesus sehen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Sie sollen ihn erkennen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, mit Gerechtigkeit, mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Und ich finde es genial, wie Paulus in 1. Korinther so die Gemeinde als ein Leib bezeichnet. Wir sind ein großer Leib mit verschiedenen Körperteilen, mit verschiedenen Gliedern. Und er sagt hier in 1. Korinther 12, nach seinem Willen, nach Gottes Willen, soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jedes Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört zu einem Teil dazu. Und ich liebe dieses Bild, das davon redet, hey, wenn ein Körperteil leidet, leiden alle mit. Wenn ein Körperteil sich freut, freuen sich alle mit. Und es gibt jetzt gerade so viele Menschen, die leiden und Schmerz haben. Und es ist unsere Aufgabe zu sagen, hey, wir sind ein Körper, wir sind ein Leib und wir fühlen diesen Schmerz nach, weil wir nah genug rankommen, weil wir Fragen stellen, weil wir empathisch sind, weil wir versuchen, uns mit Empathie Leuten zu nähern und einfach nachzufragen und mitzufühlen, was einfach passiert. Und ich glaube, dass das so unfassbar wichtig ist. Und wir lesen so oft in der Bibel, dass Gott Ungerechtigkeit verabscheut. Er verabscheut das, dass Ungerechtigkeit noch herrscht auf unserem Planeten. Und wir wollen dafür kämpfen, dass Gerechtigkeit einzieht in unsere Städte, in unsere Häuser und Wohnungen, in unsere Kirchen, in unsere Unternehmen und Länder. Und es ist manchmal so, wenn du über Ungerechtigkeit vielleicht ein Bild siehst oder mal einen Artikel liest, dann weckt das so ein Gefühl von Traurigkeit vielleicht oder Wut vielleicht. Aber sobald du das Buch zumachst und der Bericht vorbei ist, ist es wieder weg und es geht wieder in den Alltag. Anders ist es, wenn du ein Video vielleicht siehst, was über 8 oder 9 Minuten geht, wo ein Mensch auf brutale Weise ermordet wird. Das geht so tief und das löst so was Krasses aus, dass man das gar nicht in Worte fassen kann, dass man voller Schock ist und Hilflosigkeit und Trauer und einfach gar nicht wirklich fassen kann, was man da sieht. Und wenn jemand angegriffen wird, den du liebst, dann setzt du dich dafür ein, dieser Person zu helfen. Du würdest Stellung beziehen und du würdest alles versuchen, um dieser Person zu helfen, weil du sie liebst. Und ich möchte uns einfach als Church so 4 praktische Sachen mitgeben, die wir jetzt ganz konkret tun können. Ne, weil es geht darum zu handeln. Wir reden darüber, wir tauschen uns darüber aus, aber wir wollen auch aktiv werden. Und ich habe mir 4 Sachen aufgeschrieben, die ich gerne dir mitgeben möchte heute so zum Abschluss unserer Zeit hier. Und das erste ist, dass wir zugeben, dass Rassismus existiert. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir sagen, hey, nur weil ich es vielleicht selber nicht erlebt habe oder noch nie gesehen habe, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Sondern es ist ein reales Thema, was Leute erfahren, was Leute auch verletzt, was eine Spaltung bringt, was nicht das ist, was Gott sich vorstellt für uns. Und deswegen sprechen wir das an, deswegen erheben wir unsere Stimme, deswegen sagen wir stellen uns dagegen und wir geben es zu, dass es existiert. Ich war mit meinem Sohn Maxim auch an der deutschen Freiheit letzte Woche, um einfach unsere Stimme zu erheben. Und ich habe auf der Fahrt mit meinem Sohn darüber geredet, warum wir da hinfahren.
Und ich habe ihm versucht, Werte mitzugeben und Gedanken mitzugeben. Und wir haben, während wir da waren, uns Schilder angeguckt und haben Schilder gelesen. Und ich habe ihm erklärt, für was wir stehen. Und dass wir an einen Gott glauben, der den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Den Menschen. Nicht ein Land oder eine Völkergruppe, sondern den Menschen. Wir sind alle gleich in Gottes Augen. Und es ist so wichtig, dass wir das zugeben. Und deswegen ist es auch unser Problem. Es ist unser Problem als Mensch. Und deswegen stehen wir gemeinsam auf. Das Erste ist, wir wollen es zugeben. Das Zweite ist zuhören. Wir haben schon jetzt auch viel darüber geredet, aber es ist so wichtig. Und ich möchte das ans Herz legen, dass du zuhörst, dass du Fragen stellst. Ich bin so dankbar, von euch zu lernen, von anderen Kulturen zu lernen. Ich finde das so eine Riesenbereicherung, einfach sich hineinzuversetzen, Kulturen kennenzulernen. Und es ist einfach der Wahnsinn, festzustellen, was es für unglaubliche Schätze auch in anderen Kulturen gibt. Ich bin mit einer französischen Frau verheiratet. Wir haben selber 7 Jahre in England gelebt. Ich bin einmal im Jahr in Indien unterwegs. Ich liebe es einfach zu sehen, was ein Reichtum einfach auch an Kulturen da ist. Und auch hier in Deutschland. Es gibt so viele Kulturen, die unser Land einfach so reich machen. Und ich finde das so wichtig, dass wir einfach zuhören. Dass je mehr wir zuhören, desto mehr können wir auch nachvollziehen und Menschen lieben. Und das Dritte ist, und wir haben es gerade eben auch schon mal kurz angesprochen, ist es tatsächlich zu beten. Ich glaube, in der Bibel steht so oft so, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass viele Kämpfe auch geistlich sind. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Gebet ein Schlüssel ist, um Dinge wie Rassismus auch aus unserem Land, aus unseren Städten, aus unseren Kirchen zu verdrängen. In 2. Chronik 7 steht Folgendes. Gott sagt hier, wenn mein Volk, wenn meine Kirche, wenn meine Stadt, wenn meine Menschen, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, dann will ich sie vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und Freunde, das brauchen wir gerade, dass Gott unser Land heilt. Und deswegen wollen wir beten. Wir wollen für Gerechtigkeit beten. Wir wollen für unsere Regierung beten. Wir wollen für Menschen beten, die uns beschützen sollen. Wir wollen für Herzen beten, die Jesus verändert. Wir haben als Kulturpunkt in unserer Church, pray first, erwarte Großes. Und ich erwarte Großes. Ich erwarte, dass Gott hineinbricht und Mindsets verändert, Gedanken verändert und dass wir eine Revolution sehen in diesem Bereich. Wir wollen zugeben, dass Rassismus existiert. Wir wollen zuhören, wir wollen beten. Und das Letzte ist, wir wollen lieben. Wir wollen lieben. Wie wollen wir lieben? Wir wollen mutig lieben und großzügig lieben und bedingungslos lieben. Wir wollen lieben, indem wir aufstehen, indem wir unsere Stimme benutzen. Wir wollen lieben, indem wir zuhören. Und wir wollen lieben, indem wir einfach verstehen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Menschen. Und ich möchte dass ihr das von mir hört, so, ne, dass ich als euer Pastor mich dazu bereit erkläre zu sagen, ich werde dafür kämpfen. Ich werde für Jafets Sohn kämpfen und ich werde mein Bestes geben und ich werde mich mit allem, was ich habe, dafür einsetzen, dass er in einer Welt groß wird, die gerecht ist, gerechter wird und ich werde meine Stimme, das, was Gott mir anvertraut hat, nutzen, um einfach Leben und Freiheit und Mut und Selbstbewusstsein in sein Leben zu reden. Und ich möchte einfach uns als Church ermutigen, dass wir einfach auf eine Art und Weise lieben, dass es irgendwann wehtut, weil du so nah dran bist, weil du so stark das selber spürst, weil du dich so sehr damit auch selber auseinandergesetzt hast. In Sprüche 10, Vers 2 steht, Hass sucht Streit, Liebe sucht Verständigung. Und Liebe ist so kraftvoll. In der Bibel steht, dass die Liebe Sünde überdecken kann, dass sie Angst vertreiben kann, dass sie heilt und vergibt. Und wir wollen lieben, genauso wie Jesus uns geliebt hat. Und wir wollen aufstehen gemeinsam, wir wollen unsere Stimme erheben und wir wollen zugeben, dass Rassismus existiert. Wir wollen zuhören, wir wollen beten und wir wollen lieben. Und ich glaube dann, und auch wenn es nur kleine Schritte sind, so glaube ich trotzdem von ganzem Herzen, dass wir Stück für Stück für Stück Veränderung ersehen werden in dem Leben von Menschen, in dem Leben von Gesellschaften und Mindsets. Und ich weiß, dass wir nicht alle Probleme lösen werden. Und ich weiß, dass es auch noch viele Gespräche in dieser Art geben muss in der nächsten Zeit. Und wir werden sie führen als Kirche, um einfach unsere Stimme zu nutzen. Aber ich bete wirklich, dass zu meiner Lebenszeit wir
das verwalten, was Gott uns anvertraut und dass wir solche Momente und solche unfassbaren Szenen, die wir gesehen haben in dem Video von George Floyd oder andere Dinge, die passieren, dass wir die nutzen, um für Gerechtigkeit aufzustehen und einen Unterschied zu machen. Und da, wo du heute bist, da möchte ich dich gerne herausfordern, einfach deine Stimme zu nutzen, zuzuhören, gute Fragen zu stellen, zu beten und zu lieben. Mein Sohn ist Linkshänder und wir alle sind Rechtshänder. Ich habe vorhin gefragt. Und mein Sohn ist seit einem Jahr in der Schule und ich finde dieses Beispiel genial von Linkshändern und Rechtshändern. Für mich fasst es das Ganze nochmal so richtig schön zusammen, weil wir haben gemerkt in seinen ersten Monaten in der Schulzeit, dass die Schulen eigentlich gemacht wurden für Rechtshänder. Die Art, wie die Bank ist, wie er den Arm hebt oder wie man auch schreibt, das ist alles für Rechtshänder gebaut. Wir mussten im Internet lange suchen, um eine Linkshänder-Schere zu finden, weil in den Läden, wo wir vorher waren, gab es nur Rechtshänder-Scheren. Und ich merke, er hat einen Nachteil in der Schule, dadurch, dass er Linkshänder ist, weil alles in der Schule auf Rechtshänder gedreht ist. Oder auch andere Bereiche wie Golf spielen zum Beispiel. Ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, dass er gesagt hat, er musste so einen Golfschläger für links extra anfertigen lassen, weil es in dem Laden gar nicht zu kaufen gab. Also es gibt immer wieder Herausforderungen, die ein Linkshänder hat. Und wir als Rechtshänder, wir können unseren Vorteil nutzen, um zu sagen, hey, wir wollen, dass Linkshänder genau das Gleiche haben wie wir. Und wir können diesen Vorteil, den wir haben in diesem Bereich, nutzen, um Veränderungen auszulösen. Und genau das ist unser Wunsch, dass wir gemeinsam die Sachen, die wir vielleicht als Vorteile sehen oder auch erleben, nutzen, um Gerechtigkeit in verschiedenen Bereichen einfach auszulösen. Und falls ihr das Beispiel noch nicht klar gemacht habt, hier ist noch ein kleines Video, was ich dir gerne zeigen möchte, was das nochmal unterstreicht. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take two steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race
and everybody who's back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Gott hat uns in diese Zeit gesetzt und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, diese Chance zu nutzen, die wir gerade haben. Und wir wollen gemeinsam aufstehen, wir wollen gemeinsam unsere Stimme erheben und wir wollen gemeinsam uns dafür einsetzen, dass wir in Einheit zusammenleben, dass Ungerechtigkeit verschwindet. Und ich würde total gerne so zum Abschluss miteinander beten und vielleicht können wir alle zusammen dafür aufstehen, da wo du gerade bist zu Hause. Wir stehen hier auf und einfach gemeinsam Gott einladen, dass er Herzen verändert, dass er etwas öffnet, dass er etwas losbricht in uns, dass er auch etwas aufzeigt. David sagt in Psalm 139, Herr, durchforsche mein Herz. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da wo du gerade bist, dich einfach zu öffnen, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, einfach hineinzuleuchten in dein Herz. Er kann uns verändern, er kann Dinge in Bewegung setzen und wir wollen jetzt gemeinsam, alle zusammen, in Einheit hier stehen und wir wollen beten, dass Gott jetzt kommt und dass er durch seinen Heiligen Geist das tun kann, was er am besten macht und dass es Menschenleben verändern. Let's pray. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für die Möglichkeit, dieses sensible Thema einfach in Liebe anzusprechen und dass du dieses Gespräch einfach benutzt, um in die Wohnzimmer hineinzusprechen, um Herzen zu verändern, um Herzen zu bewegen, dass wir einfach einheitlich diese Pandemie Rassismus bekämpfen. Und dass du uns einfach zeigst, dass du uns liebst und dass wir diese Liebe auch weitergeben dürfen. In Jakobus 2, Vers 1 steht geschrieben, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Vater, es ist so ein Privileg, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir hier über dieses Thema sprechen dürfen, dass wir unsere Geschichten teilen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass einfach wirklich alle Verse und alle Worte, die heute gesprochen wurden, Herr, dass du das einfach wirklich nochmal segnest, dass diese Worte wirklich Menschen erreichen, Menschenherzen berühren und dass wirklich auch Veränderung geschieht. Und Herr, dies kann einfach nur ein Anfang sein, aber wir legen das in deine Hand und vertrauen darauf, dass du hier wirklich Brücken bauen willst und dass du hier einfach auch Verständnis untereinander bringen wirst. Ja, Herr, du siehst den Schmerz, du fühlst den Schmerz und ich weiß, dass so viele einfach negative Emotionen da getragen haben und tragen, dadurch, dass sie immer wieder mit Rassismus konfrontiert wurden. Und ich bete einfach, dass du kommst und dass du Heilung schenkst. Herr, in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18 steht, räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und Herr, ich bete einfach, dass du diese Zustimmung schenkst. Ich bete, dass du Heilung schenkst. Ich bete, dass du in die Herzen, in die zerbrochenen Herzen schaust, Herr, und dass du Veränderung bewirkst. Herr, ich bete, dass du Ignoranz von der Welt schaffst, dass du uns hilfst, die richtigen Sachen beizubringen und dass wir einfach wirklich in einem
Deutschland leben, wir auf einer Welt leben können, in der wir alle respektvoll und liebend miteinander umgehen können. Ja, und himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam wirklich zu dir rufen dürfen. Und wir beten Gott für Heilung. Wir beten Gott für Heilung der Herzen, Herr. Wirklich da, wo Leute Opfer von Rassismus waren, da, wo Leute wirklich nicht weiter wissen und total überfordert sind, bete ich Gott, dass du uns da Heilung und Weisheit in dieser Situation geben magst. Gott, ich bete wirklich, dass wir auch einfach in unserem Herzen, da, wo wir vielleicht das einfach verspürt haben, den Schmerz, den Leid, dass wir einfach wirklich jedes Mal vor dir kommen und loslassen. Und Gott, ich danke dir dafür, dass wir wirklich in diesem Gebet jetzt einfach machen dürfen, wo wir Dinge loslassen dürfen, Herr, Heilung erwarten dürfen und sehen dürfen, Gott, dass du diese Dinge verändern wirst. Danke Gott, dass du Männer und Frauen wirklich in diesem Land aufstehen lässt, die genau zu dem Thema wirklich mit deinem Mandat wirklich, das du ihnen gegeben hast, da handeln dürfen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Yes, Jesus, und unsere Herzen sind offen und wir erlauben dir, dort hineinzukommen und hineinzuleuchten, Jesus, und wir beten, dass du uns veränderst, Herr. Wir beten, dass du uns einfach zeigst, dass jeder Mensch ein Ebenbild von dir ist und dich widerspiegelt, Jesus, und dass wir alle eins sind in dir, Herr, dass du keinen Unterschied machst, Jesus, und ich bete so, dass wir das erleben werden in unserer Generation, dass das immer weniger wird, dass Menschen anders über andere Menschen denken, sondern dass wir sie mit deinen Augen sehen, Jesus. Ich danke dir, dass du unser liebender Vater bist und dass jeder Mensch ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten ist. Und wir wollen uns einfach eins machen heute und unsere Stimme erheben. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass du dein Leben gegeben hast für jeden Menschen, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Jesus. Und wir danken dir, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns zusammenbringst. Und ich danke dir, dass wir Veränderung erleben werden in Jesu Namen. Hey, und wenn du heute zuschaust und du würdest sagen, du hast gar keine Beziehung zu Jesus, dann möchte ich dir als allererstes sagen, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, egal was du für einen Background hast, Gott liebt dich. Gott liebt dich und er liebt dich so sehr, dass er für alle Dinge, die dich von Gott trennen, Schuld und Sünde und Dinge, die nicht in Ordnung sind, für dich ans Kreuz gegangen ist. Und er hat einen Platz eingenommen, der eigentlich für mich und für dich bestimmt war. Und er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben gebe, damit du leben kannst. Und die beste Entscheidung deines Lebens ist es, Ja zu Jesus zu sagen. Jesus hat mein Leben völlig verändert von einem Leben von Sucht und von Abhängigkeit und von Dingen, die mich gefangen gehalten haben, in ein Leben der Freiheit. Durch eine Entscheidung, Jesus an das Steuerrad meines Lebens zu lassen. Es hat alles verändert. Und ich möchte dich ermutigen, da wo du heute zuschaust, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich einladen in mein Leben. Und du bist nie weiter weg von Gott als dein nächstes Gebet. Und deswegen möchte ich mit dir gemeinsam ein Gebet sprechen und dich einladen, dein Herz zu öffnen, um Jesus die Chance zu geben, der Herr deines Lebens zu werden. Er ist der Retter. Er schenkt ewiges Leben. Er schenkt Frieden. Er schenkt Heilung. Er schenkt Vergebung. Und es ist die beste Entscheidung, die du heute treffen kannst. Deswegen da, wo du bist, wenn wir jetzt zusammen beten, ermutige ich dich, dein Herz zu öffnen. In der Bibel steht, wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist, dann sollst du gerettet werden. Und ich möchte dich einfach ermutigen und einfach mit dir dieses Gebet beten. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du neues Leben schenkst. Ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Sei der Herr, sei mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt hineinkommst in die Herzen der Menschen, in die Wohnzimmer, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir spüren, dass du da bist und dass du ein Gott bist, der uns verändert von innen heraus. Jesus, wir danken dir so sehr, dass es heute noch möglich ist, so eine enge Beziehung mit dir zu haben. Und wir laden dich jetzt ein, der Herr unseres Lebens zu sein. In Jesu Namen. Alle sagen Amen. Hey, wenn du das heute gebetet hast, dann applaudiert nicht nur der Himmel, sondern auch wir. Das ist so genial, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Gott segne dich darin. Hey, wenn du dich heute entschieden hast zum ersten oder wiederholten Mal, wir applaudieren dir, wir sind stolz auf dich. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Unten in den Links findest du eine Connect-Karte. Und ich möchte dich ermutigen, einfach dir 2 Minuten Zeit zu nehmen, um mit uns zu teilen, dass heute was in deinem Leben passiert ist. Wir würden gerne an deine Seite kommen. Wir haben ein unglaubliches Team mit Ressourcen, mit Leuten, die sich mit dir connecten wollen, die dich kennenlernen wollen und dich im Glauben zu unterstützen. Deswegen nimm dir die Zeit, füll eine Connect-Karte aus und hilf uns so, mit dir die ersten Schritte in deinem Glauben zu gehen. So genial, dass du dich heute entschieden hast.